Die Stadt in der Gewalt der Solidarität einer grünen kriminellen Sekte. Das ist eine Satire-Geschichte und ist frei erfunden. Kapitel 1 – Das Erwachen des Unbemerkten. Es war ein grauer Morgen in der Stadt, als ein geheimnisvolles Licht den Himmel erhellte. Die Straßen, einst belebt von eilenden Menschen, waren plötzlich von einer seltsamen Stille umhüllt. Der Schein des unerklärlichen Lichts durchbrach die Wolken und tauchte die Stadt in ein diffuses Glühen. Die an die täglichen Mühen und Sorgen gewöhnten Bewohner hoben verwundert die Köpfe und blickten zum Himmel. Was zunächst wie ein ungewöhnliches Wetterphänomen aussah, entpuppte sich schnell als etwas, das die Stadt noch nie erlebt hatte. Inmitten des Himmelslichts offenbarte sich das bisher übersehene Wahrzeichen, das für all die unsichtbaren Helden der Gesellschaft steht. Bauern, Verkäufer, Zusteller, Lkw-Fahrer, Bäcker, Metzger und viele andere, die im Schatten der Anerkennung arbeiten. Das Licht, das von dieser symbolischen Statue ausging, schien nicht nur die physische Dunkelheit zu vertreiben, sondern auch die metaphorische Dunkelheit, die die Stadt umhüllt hatte. Neugierig scharten sich die Menschen um das leuchtende Monument, auf ihren Gesichtern ein Ausdruck des Erstaunens und der Hoffnung. Der Anblick der leuchtenden Helden weckte das Bewusstsein für die Unsichtbaren, die bis dahin unbeachtet geblieben waren. Während sich die Stadt in die Aura dieses magischen Lichts hüllte, begann in den Herzen der Menschen ein Wandel. Diejenigen, die zuvor blind für die unbeachteten Engel der Gesellschaft gewesen waren, öffneten ihre Augen für die Realität. Das Symbol wurde zum Mittelpunkt einer spontanen Versammlung, bei der Geschichten und Erfahrungen ausgetauscht wurden. Ein unsichtbares Band schien die Menschen zu verbinden, während das Leuchten des Denkmals ihre Wahrnehmung für die oft übersehenen Schicksale schärfte. Kapitel 2 – Licht für die Unsichtbaren. Das leuchtende Wahrzeichen wurde zu einem Ort der Begegnung und des Zusammenhalts für diejenigen, deren Geschichten im Schatten der Gesellschaft verborgen waren. Die Nachricht von dem erstaunlichen Licht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Stadt, und die Menschen strömten in Scharen herbei, um die geheimnisvolle Statue zu sehen, die nun nicht nur Licht in die Dunkelheit, sondern auch Licht in die Herzen der Menschen brachte. Der Platz um die Statue wurde zum Treffpunkt für Menschen aus allen Schichten. Landwirte sprachen mit Lieferanten, Verkäuferinnen tauschten sich mit Fernfahrern aus, Bäcker erzählten von ihren Erfahrungen mit Metzgern. Es entstand eine Gemeinschaft, die durch das gemeinsame Verständnis für die Bedeutung der unsichtbaren Helden gestärkt wurde. Opfer von Missbrauch und Vernachlässigung fanden hier einen Raum, in dem ihre Geschichten nicht nur gehört, sondern auch verstanden wurden. Misshandelte Kinder, deren Stimmen oft ungehört verhalten, fanden Trost in der Gemeinschaft derer, die Ähnliches erlebt hatten. Frauen, die trotz häuslicher Gewalt jeden Tag überlebten, fanden hier Unterstützung und Solidarität. Obdachlose, die bisher von der Gesellschaft übersehen wurden, fanden Menschen, die bereit waren, über Vorurteile hinwegzusehen und ihre Geschichten anzuhören. Das leuchtende Wahrzeichen wurde zum Zentrum eines gesellschaftlichen Wandels. Die Menschen begannen zu begreifen, dass ihre eigene Geschichte nicht isoliert existierte, sondern Teil einer größeren gemeinsamen Erzählung war. Das unsichtbare Band zwischen den Menschen, das durch das Licht symbolisiert wurde, erwies sich als stärker als jede gesellschaftliche Spaltung. Initiativen wurden ins Leben gerufen, um denen zu helfen, die bisher im Schatten der Stadt gelebt hatten. Bildungsprogramme für missbrauchte Kinder wurden ins Leben gerufen. Frauenhäuser und Selbsthilfegruppen für Opfer häuslicher Gewalt erhielten Zulauf. Obdachlose erhielten nicht nur materielle Hilfe, sondern auch die Möglichkeit, wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Das Licht der Landmarke war nicht nur ein äußeres Leuchten, sondern auch ein inneres Feuer, das die Stadt mit einer Welle von Empathie und Mitgefühl durchströmte. Es war, als ob die unsichtbaren Helden der Stadt, die bisher übersehen worden waren, endlich die Anerkennung erhielten, die sie so lange verdient hatten. Kapitel 3 – Widerstand gegen die Dunkelheit. Die Veränderungen, die das leuchtende Wahrzeichen in der Stadt bewirkte, lösten eine Lawine der Empathie und des sozialen Engagements aus. Die durch das Licht geeinten Menschen fühlten eine neue Verantwortung für ihre Gemeinschaft und begannen, sich gegen bestehende Ungerechtigkeiten zu erheben. Doch der Weg des Widerstands war alles andere als einfach. Die ehemals durch politische und soziale Differenzen gespaltene Stadt erlebte einen Neuaufbau der Solidarität. Doch mit der wachsenden Einheit wuchsen auch die Herausforderungen. Die rechte Staatsmacht,
die bis dahin im Verborgenen gewirkt hatte, reagierte auf den gesellschaftlichen Wandel mit zunehmender Härte. Wer sich den kriminellen Machenschaften widersetzte, wurde als Aufrührer gebrandmarkt und musste mit Repressionen rechnen. Trotz aller Bemühungen, die Wahrheit ans Licht zu bringen, stießen die Helden des Widerstands auf eine Mauer der Ignoranz. Die grüne Sekte, die einst für Solidarität und Gerechtigkeit eingetreten war, schien nun in politischen Verstrickungen gefangen zu sein. Ein Oberhaupt, der sich versteckt hielt, an Alzheimer litt und von der grünen Sekte gesteuert wurde. Ein Mann, der nachweislich sehr kinderlieb war, aber in die andere Richtung. Und eine Frau, die ihr eigenes Volk verachtete und kaum richtig sprechen konnte. Eine Schulabbrecherin ohne Abschluss und Ausbildung. Die grüne Sekte, die ständig gegen Nazis kämpfte und dabei die Falschen bekämpfte, weil sie in ihrem Handeln selbst Nazis waren. Diejenigen, die sich gegen Pädophile und rechte Kräfte auflehnten, wurden als Feinde der Solidarität diffamiert und die Gesellschaft war erneut gespalten. Der Widerstand gegen die rechte Staatsmacht fand jedoch im Verborgenen statt, fernab der öffentlichen Aufmerksamkeit. Geheime Treffen, verschlüsselte Kommunikation und ständige Gefahr prägten das Leben derer, die für Gerechtigkeit kämpften. Die Stadt, die einst im Glanz ihres Wahrzeichens erstrahlte, erlebte einen Kampf um die Wahrheit in der Dunkelheit politischer Intrigen. Trotz Anfeindungen und Versuchen, den Widerstand zum Schweigen zu bringen, blieben die Helden standhaft. Sie schöpften Kraft aus der Erinnerung an das leuchtende Wahrzeichen und aus dem gemeinsamen Bewusstsein, dass die Stadt und ihre Bewohner etwas Besseres verdient hatten. Das unsichtbare Band des Lichts erwies sich als unzerbrechlich. Die Geschichte des Widerstands entwickelte sich zu einem epischen Kampf für Gerechtigkeit und Wahrheit. Die unsichtbaren Helden, die im Schatten geboren waren, traten nun ins Licht, um die Stadt von der Dunkelheit der Unterdrückung zu befreien. Und so entfaltete sich eine Geschichte, die von Mut, Entschlossenheit und der unerschütterlichen Überzeugung getragen wurde, dass das Licht der Wahrheit die stärkste Kraft ist, selbst in den tiefsten Schatten der Gesellschaft.